Hallo und herzlich willkommen bei PowerText Deutschland. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne Rusty Powder vorstellen. Rusty Powder von PowerText. Damit machen wir echten Rost, also nicht nur eine Rostfarbe, sondern echten Rost auf Leinwand, auf Skulptur oder was auch immer. Was brauchen wir dafür? Ihr braucht Rusty Powder. Gibt es in zwei Größen. Einmal die kleinere, einmal die größere. Ihr braucht PowerText Elfenbein und für die Oxidation braucht ihr Tafelessig. Ganz herkömmlicher, preiswerter Tafelessig. Ich betone das so extrem, bitte nicht Essigessenz. Uns erreichen sehr viele Meldungen manchmal, dass nicht immer alles so gut funktioniert hat. Es lag meistens immer daran, dass die Leute Essigessenz genommen haben. Essig, Tafelessig. Wie geht's? Also so sieht das nachher aus, so kann es aussehen mit dem Rusty Powder. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele, das ist zum Beispiel hier eins oder hier haben wir mal eins. Hier habe ich zum Beispiel Papier rosten lassen oder eine Roststruktur gemacht. Wir haben auch Skulpturen rosten lassen, zeige ich euch auch mal hier im Hintergrund. Hier kann man das ein bisschen besser sehen. Ja, also auch hier solche Skulpturen kann man rosten lassen und jetzt zeige ich euch, wie das geht. PowerText Elfenbein. Bitte immer, immer gut schütteln. Grundregel Nummer 1, ganz wichtig. Ihr gebt etwas PowerText Elfenbein hier in so eine Schüssel. Bitte nicht zu viel. Fangt erstmal mit ganz wenig an. Rusty Powder. Das ist also nicht nur einfaches Eisenpulver, sondern ihr müsst euch das so vorstellen wie Nescafé. Da sind ja auch mehrere Sachen drin, heißes Wasser drauf, Cappuccino fertig. So ist das hier auch. Rusty Powder, Elfenbein drauf oder PowerText drauf, fertig. Ihr könnt das auch gerne mit PowerText weiß machen oder mit PowerText blau, nicht mit transparent. So, jetzt fragt ihr euch, wie viel Rusty Powder muss da rein? Also wir sagen, bis eine mausgraue Farbe entsteht. Also wenn man das anrührt, ihr müsst bitte gut durchrühren, auch ein bisschen länger rühren. Richtig gut durchrühren, mausgrau, ich sage schon Tendenz manchmal dunkelgrau. Ganz oft ist es so, wenn es nicht ganz so rostet oder wenn der Erfolg nicht so eintritt, wie ihr das gerne möchtet, dann liegt es meistens daran, dass ihr hier zu wenig Rusty Powder hinzugefügt habt. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte hier. Das ist schon fast ein bisschen dunkelgrau. Das ist gut, richtig gut. So. Was brauchen wir als nächstes? Der Tafelessig und normales Leitungswasser. Ihr mischt Wasser und Essig halb-halb. In dieser Flasche sind 50 ml Wasser drin und 50 ml Tafelessig. So, jetzt nehmt ihr einfach eine Leinwand. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euer Rusty Powder aufzutragen. Das könnt ihr auch mit einem Pinsel machen oder auch hier mit einem Spachtel. Was ich euch hier zeige, sind erstmal reine Techniken. Ich plane noch so ein paar Werkstattvideos, wo ich euch in Kurzform mal so fertige Bilder vorstelle. Hier erstmal die Technik, damit ihr anfangen könnt und sehen könnt, wie das funktioniert. So, hier habe ich also sozusagen mein Eisengrund aufgetragen. Jetzt nehme ich mein Essigwasser. Ich sprühe das da drauf. Fertig. Ihr wartet jetzt, bis es einfach oxidiert. Das dauert etwas, die Reaktion muss ja auch stattfinden. Ihr könnt das Ganze jetzt auch ein bisschen beliebig steuern. Entweder gebt ihr mehr Essig hinzu oder mehr Wasser, dann wird es halt nicht ganz so dunkel. Oder ihr steuert euren Rost über das Pulver, indem ihr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hinzufügt. Ihr könnt es sogar noch ein bisschen extremer gestalten, wenn ihr richtig dunklen Rost haben wollt, dass ihr etwas noch hinein
geben wollt. Also dann wird es richtig dunkel, wenn ihr das hier so hinzufügt. Wenn ihr Skulpturen gestaltet und ihr möchtet die rosten lassen, so wie diese hier, möchte ich euch einen Tipp geben. Die habe ich mit diesem Eisengrund auch eingepinselt und habe da auch entsprechend das Essigwasser drauf gesprüht. Und ich hatte Probleme, dass es rostet. Das lag daran, Essigwasser läuft runter. Bitte legt euer Objekt hin und sprüht. Somit kann der Essig hier drauf zur Oxidation beitragen. Das war eigentlich der Trick an der ganzen Sache. Der Aufbau dieser Skulpturen, das zeige ich in einem anderen Video. Ihr könnt auch Pappe, könnt ihr auch rosten lassen. Das ist einfach Pappe aus dem Müll. Seht ihr hier, habe ich hier einfach eingeklebt und auch rosten lassen. Einfach diesen Eisengrund auf die Pappe auftragen. Jetzt seht ihr ja hier solche Strukturen und ihr fragt euch bestimmt, wie ist das denn gemacht? Das zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. Wir haben also gesehen, wie dieser Eisengrund hergestellt worden ist. Jetzt fügen wir etwas 3D-Sand von Powertex dazu. Das ist ein ganz spezieller Sand. Es ist also nicht normaler Vogelsand, sondern das ist ein ganz, ganz, ganz feines Granulat, was auch saugend ist. Also ihr seht hier, das ist ganz, ganz feines Pulver. Das füge ich jetzt einfach mal hier in diese Mischung bei. Das ist also noch feiner als Mehl. Das verrühren wir. Und ihr seht, jetzt habe ich eine Rostpaste. Ja, das ist schon richtig hier ein bisschen schön cremig. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt habe ich sogar Rost zum Spachteln. Ich trage das hier mal auf. Wichtig, wenn ihr mit Rost arbeitet, Pinsel, Werkzeuge immer gut ausspülen, aber auch Achtung am Waschbecken, es ist echter Rost. Lange nachspülen oder irgendwo, wo ihr andere Möglichkeiten habt, das abzuspülen. Ihr seht, ich spachtel jetzt einfach mal hier. Und dann kann ich auch sehr schöne Strukturen spachteln, auch feiner. Ich kann auch, wenn mir das hier nicht fest genug ist, auch auf meiner Leinwand noch was hinzufügen. Ihr seht, ich kann also auch hier drauf schön spachteln. Ja, das sieht gut aus. Also kriege ich hier richtige Roststrukturen. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Hier auch wieder Oxidation mit Essig und Wasser. Aber ich möchte euch noch etwas an dieser Stelle zeigen. Seht ihr wahrscheinlich hier schon am Tisch. Das sind diese Easy 3D Balls. Das sind also kleine Granulate. Die gibt es in verschiedenen Größen. Die gibt es in S, M und L. Also klein, mittel und etwas größer. Und bitte fangt erst mit den größeren an. Ich habe also jetzt hier die M Balls. Die gebe ich hier zu. Jetzt füge ich die kleinen S dazu, damit die sich dazwischen legen können. Wie kriegt man die jetzt feste? Ganz einfach. Ihr klopft ein bisschen. So, Überschuss weg und jetzt sind sie auch fest. Seht ihr? Also durch dieses Klopfen am Tisch legen die sich dazwischen. Jetzt schön oxidieren. Warten, bis es rostet. In einem anderen Video habe ich euch Biester gezeigt. Biester ist auch eine sehr schöne Kombination mit Rost. Benutze ich also auch mal sehr gerne. Ich habe da meistens immer Biester Blau, was ich da hinzufüge. Das kann man einfach hier auch noch mit hineinsprühen und einfach warten, bis es rostet. Und dann arbeiten wir an den Objekten weiter. Ich zeige euch da mal verschiedene Schritte, die ich schon mal so vorbereitet habe. Hier seht ihr zum Beispiel auch, dass ich Rost aufgestrichen habe mit einem Pinsel. Ich habe es oxidiert mit dem Essigwasser.
Hier habe ich gespachtelt, so wie ich es gerade gezeigt habe. Hier sind die kleinen 3D-Balls als Strukturmedium. Und damit es dieses farbliche Spiel gibt, habe ich Biester hineingesprüht. Rosten könnt ihr auch auf euren alten Bildern, die ihr einfach überarbeiten wollt, geht immer sehr gut. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Powertex ist ja ein Textil- und ein Dekorationsverhärter. Farbe, Kleber in einer Funktion auf Wasserbasis. Ihr könnt auch Stoffe rosten lassen. Das hier, zeige ich nochmal näher, ist nichts anderes als ein Stückchen Stoff, Baumwollstoff. Aber da gibt es ein separates Video, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wie man Stoffe rostet. Habe ich mit Powertex Elfenbein getränkt und hier drapiert. Kann ich euch nochmal in einem kleinen Werkstattvideo genauer zeigen. Das ist also richtig jetzt schön hart. Und wie sieht der nächste Schritt aus? Mit meinem Eisengrund einfach mit dem Pinsel streichen, Essigwasser drauf sprühen, oxidieren lassen. Und dann kann ich auch solche Effekte bekommen. Ihr seht hier, hier ist auch wieder die Kügelchen, die ich eingearbeitet habe, die 3D-Balls. Hier habe ich farblich mit Biester gearbeitet und hier ist das Stück Stoff, was ich habe rosten lassen. Jo, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Rusty Powder zum Nacharbeiten. Nochmal als kleine Wiederholung, was braucht ihr? Ihr braucht Powertex Elfenbein und Rusty Powder. Ganz normalen Tafelessig als Anfang und könnt schon mal starten. Viel Spaß beim Nacharbeiten.